Hallo miteinander. Heute geht es nur noch 20 Tage und dann wählen wir die neue Regierung vom Kanton Zürich. Ich zeige dir heute, wie du strategisch Frauen in den Regierungsrat kannst wählen. Die Stimmberechtigten wählen den Regierungsrat in einer Mehrheitswahl. Man nennt die Wahl auch Majorzwahl. Die Sitz erhalten diejenigen Kandidierenden, die die meisten Stimmen erhalten. Dabei muss im ersten Wahlgang das absolute Mehr erreicht werden. Ich mache ein Beispiel. Sagen wir, insgesamt sind 14'000 Stimmen eingegangen und wir haben im Regierungsrat 7 Sitze. Du zählst jetzt also die 14'000 durch 14, also 2 mal 7 Sitze. Und das Resultat wäre dann 1'000 Stimmen. Jetzt zählst du noch 1 dazu. Heisst, alle Kandidatinnen und Kandidaten, die 1001 Stimmen und mehr erhalten haben, sind jetzt gewählt worden. Falls aber damit nicht alle 7 Sitze besetzt werden können, kommt es zu einem zweiten Wahlgang und der wäre dann am 16. April. Du darfst das Wahlkuvert vorsichtig öffnen, weil du musst es nachher wieder verschliessen. Jetzt nimmst du den blauen Wahlzettel vor dich, wo steht die Wahl von 7 Mitgliedern des Regierungsrates. Die Kandidatinnen, die die besten Wahlchancen auf 1 von den 7 Plätzen haben, schreibst du auf den Zettel. Und nur die. Die restlichen Linien lässt du leer. Du willst nämlich nicht deine Stimme jemandem geben, der laut Wahlprognose in diesen Wahlen wahrscheinlich noch nicht genug Stimmen erreichen kann. Wenn du das trotzdem machen würdest, vergrößert das nur das absolute Mehr. Und das wollen wir nicht, weil das die Wahlchancen einer Frauenkandidatur verkleinern. Auf unserer Zürich-Löwinen-Webseite findest du unter den Regierungsratswahlen Links zu den aktuellen Wahlprognosen. Jetzt unterschreibst du deinen Stimmrechtsausweis und tust deinen blauen Wahlzettel ins Stimmzettel-Kuvert. Dann nimm Stimmzettel-Kuvert und deinen Stimmrechtsausweis und tust beides ins grosse Kuvert, klebst es zu und ab in die Post. Bis zum 7. Februar kannst du noch brieflich abstimmen und nachher geht es ab an die Urne. Bleib politisch aktiv und wähle Frauen.